Und wir legen los. Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar E-Commerce Tracking Update. Herzliches Hallo an alle Kunden, Kollegen und sonstigen Interessierten. Man kann wohl ganz klar sagen, das Thema brennt oder es ist ein Hot Topic. Das ist natürlich auch für uns wichtig. Wir sind zwar ein US-Unternehmen als Finch, aber wir haben sehr viele Kunden in Deutschland und Europa, deswegen auch für uns ein wichtiges Thema. Kurz zum Organisatorischen vorweg. Kurzer Sound- und Screen-Test, wenn ihr uns hören und sehen könnt, bitte mal kurz in den Chat über die Fragen uns mitteilen, ob ihr uns sehen und hören könnt. Das wunderbar, vielen Dank dafür. Dann weiterer organisatorischer Punkt, Slides und Aufzeichnungen bekommt ihr im Anschluss. Dafür der wichtige Hinweis, falls ihr mit euch nicht angemeldet habt, sondern irgendwie den Link bekommen habt, dann bitte nochmal auf die Landingpage, die gleich nochmal im Chat auch geteilt wird, anmelden. Dann bekommt ihr das gesamte Follow-up mit den Slides und der Aufzeichnung. So, dann dritter organisatorischer Punkt, bevor es richtig losgeht. Wir haben angekündigt 45 Minuten plus Q&A. Wir haben es getestet im Vorfeld und es ist einfach zu viel Inhalt da. Deswegen hier Vorwarnung, es wird ein bisschen länger dauern. Also muss einfach sehen, also wer, aber es ist ja eine Aufzeichnung, wer früher raus muss, den sind wir, nehmen wir es nicht krumm, der verpasst höchstens das Q&A. Also wir schauen, dass wir es zügig hinbekommen, aber es wird so ungefähr inhaltlich eine Stunde wahrscheinlich dauern. Aber es ist kurzweilig und spannend. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Und im Anschluss eben die Q&A. So, dann aber los geht's. Kurz unsere Agenda nochmal, was haben wir heute vor? Wir wollen uns einfach den Rechtsgrundlagen widmen, kurze Einordnung, Risiken und die Einordnung zum Tracking. Status quo, was ist los mit Privacy Shield, Cookie Consent, was ist das Analytics-Problem, das Riesenthema, was gerade alle irgendwie schalu macht, nenne ich es mal. Und dann vielleicht auch noch so ein bisschen Handlungsempfehlungen zur Risikominimierung. Dann zum technischen Teil, was ist First, Third-Party-Tracking, Consent-Tools, Überblick und dann noch dieses vielleicht der heilige Gral, den irgendwie alle gerade anstreben, Server-Side-Tracking, ist es der heilige Gral, ist es die Lösung aller Probleme? Dafür, darüber sprechen wir auch. Und zum Schluss ein kurzer Ausblick, was passiert gerade in der Google-Welt? Ist ja ein bisschen eine Spezialität von uns. Das will ich euch nicht vorenthalten. Da gibt es auch spannende Themen, wo das hingeht. Dann zum Q&A. Das ist das, was wir vorhaben. Aber wer spricht hier überhaupt? Erstmal zu mir. Mein Name ist Timo Bernsmann. Ich bin VP Marketing bei Finch. Das bedeutet, ich bin eben fürs globale Marketing bei Finch verantwortlich. Ich mache Online-Marketing und E-Commerce schon, seit es das Ganze gibt. Irgendwann mal BWL studiert mit dem Fokus auf E-Commerce, das war 2003, also schon lange im Game, wie man sagt. Dann vielleicht noch kurz die Frage, wieso hostet Finch jetzt dieses Webinar? Ganz einfach erklärt, wir bei Finch haben uns E-Commerce-Wachstum auf die Fahnen geschrieben. Mithilfe unserer Plattform ermöglichen wir Marken skalierbaren, planbaren und transparenten Wachstum. Unsere Growth-Plattform bietet zentrales Reporting, Kampagnenmanagement und einen individuellen 12-Monats-Plan, abgestimmt auf die Unternehmensziele unserer Kunden. Der dann in Zusammenarbeit mit unserem kleinen Success-Team und deren Expertise bearbeitet wird. Wir liefern somit Strategie und Ausführung von E-Commerce-Wachstum. Zur Einordnung, was sind wir? Ich kann einfach mal sagen, was wir nicht sind. Ich glaube, es ist immer so die Tendenz, dass man uns in Schubladen stecken will. Wir sind keine Agentur, wir sind auch kein Tool, sondern wir sind eben der Hybrid aus beiden. Wir haben Software und wir haben Service, angepasst auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Dir fehlt Expertise in einem Kanal, dann gleichen wir das aus. Dir fehlt Strategie, dann gleichen wir das aus. Und ein wichtiger Bestandteil von E-Commerce-Wachstum ist eben Tracking. Und wenn wir selber keine Lösung haben, dann holen wir uns Hilfe. So wie bei diesen beiden Herren beispielsweise. So hat der Felix für uns ein Gutachten geschrieben für unsere Kunden, wie diese ganze Analytics-Problematik einzuordnen ist. Mit dem Ralf teilen wir uns schon seit langer Zeit gemeinsame Kunden, die er dann eben auf der technischen Seite betreut und wir eben im Paid-Bereich. Aber so auch die Überleitung zu euch. Felix, Ralf, stellt euch doch auch bitte kurz vor. Ja, fange ich an. Hallo auch von mir. Ich sehe gerade, ich habe lustigerweise das gleiche Hemd an, was ich auf dem Foto anhabe. Also da wird es noch klarer, wer von den beiden ich bin. Ich bin Felix Gebhardt von der Kanzlei BPM Legal in München oder BPM Legal, wie der Timo immer sagt. Wir sind eine kleine Kanzlei, spezialisiert auf, ja, ich sag mal, alles, was mit Internet zu tun hat. Wir beraten und vertreten alle, die im Internet Geld verdienen wollen. Wir haben einen Kollegen,
Der macht so Marken- und Domainrecht. Ein anderer Kollege macht IT-Recht, Urheberrecht, Softwareverträge und so. Und ich mache bei uns eben das Wettbewerbsrecht und den Datenschutz. Wettbewerbsrecht heißt alles, was mit Marketing, mit Online-Marketing zu tun hat. Ich bin auch externer Datenschutzbeauftragter für eine ganze Reihe von Unternehmen. Und ja, in der Kanzlei, unser Ansatz ist so ein bisschen, wir sind, glaube ich, also Timo und Ralf können das vielleicht auch bestätigen, weil die ja gelegentlich mit mir zu tun haben, da eher so hands-on quasi. Wir versuchen, schnelle Lösungen zu finden, rationale Lösungen gemeinsam mit den Mandanten, die Wirtschaft im Auge behalten und jetzt nicht euch, also wir schreiben euch nicht 20 Seiten Gutachten, außer ihr braucht's. So, normalerweise versuchen wir das eher so am Telefon und schnell und pragmatisch so zu lösen. Genau. Hands-on Law Support. We try. Ja. Ja, hallo, ich bin Ralf, mit dem klangvollen Titel Geschäftsführer, ebenso gut greifbar wie der Titel von Felix. Geschäftsführung hat viel mit Ehrenamt zu tun. Bei mir ist die Vita so, dass ich 2000 zum Platzen der Dotcom-Blase pünktlich angefangen habe, Informatik zu studieren. Dann schnell gemerkt habe, dass ich mit der klassischen Informatik nichts am Hut habe und lieber was fürs Web machen wollte, was damals in den Kinderschuhen steckte. Ja, wir mittlerweile in der Agentur mit 60 Mitarbeitern sind, wo wir ja, von Digitalberatung, Strategie für mittelständische Unternehmen bis hin zu Foto- und Filmproduktion, Verwerbung, alles dazwischen machen. Das Thema Tracking und auch Datenschutz treibt uns natürlich mit unseren Kunden seit 2018 stark um. Gerade momentan ist da der Gipfel noch nicht erreicht. Aber es geht stetig nach oben und ja, genau, freue mich, dass wir heute einfach da mal drüber reden können. Und ja, passenderweise habe ich auch die gleiche Kappe wie auf dem Foto auf. Ich habe nicht das gleiche geskriptet an. Hört sich geskriptet an. Hätte ich es gewusst, hätte ich auch das gleiche T-Shirt angezogen. Aber also, danke, dass ihr das Memo nicht gegeben habt. Okay, let's go. Wir wollen mal kurz reinhören, wie sieht es denn bei euch da draußen aus? Mal kurz die Umfrage, wie sieht es bei euch aus? Wie ist dein Unternehmen aufgestellt, wenn es um den rechtskonformen Einsatz und die technische Umsetzung eures Trackings geht? Da ist so, wir haben so von, ich bin maximal verunsichert bis ich fühle mich sicher. Mal sehen, wie es ausschaut. Ja, okay, es läuft noch. Ah, okay, ich kann glaube ich so, die Tendenz ist, die Mehrheit hat etwas den Überblick verloren, dann an zweiter Stelle kommt, ich glaube, wir sind im Großen und Ganzen ganz gut aufgestellt, dann hoffen wir, dass wir diesen Eindruck heute bestätigen können und die, ich fühle mich sicher, weiß nicht, was wir für die tun können, mal sehen, auch vielleicht ein bisschen Gegencheck und natürlich die, ich bin maximal verunsichert, ihr seid ein kleiner Teil, aber ich glaube, für euch ist es am entscheidendsten, heute dran zu bleiben. Gut, danke dafür. Noch mal kurz. Und dann würde ich sagen, okay. Geht's weg. Ja, Rechtsgrundlage 2022. Wir haben also, wie ich schon gesagt, wir wollen das Ganze auch ein bisschen als Dialog halten. Deswegen so, Felix, help us. Also ich glaube, es ist halt hier die Anforderung an dich ist, versuch es in einfachen, nicht quasi rechts theoretischem, sondern einfach quasi hands-on, wie wir es gerade im Intro schon gehört haben, so, was ist denn überhaupt das Risiko? Ich finde das, wir haben es ja auch immer gesagt, diese tolle Metapher, die du eigentlich geprägt hast, fang am besten mit der an, weil ich finde, die bringt es einfach auf den Punkt. Ja, das ist tatsächlich so, dass ich in letzter Zeit relativ viele Anrufe kriege, also wirklich mindestens zweimal pro Woche ruft mich ein Mandant an, hat irgendwo in einem Newsletter oder irgendwo gelesen, österreichische Datenschutzaufsicht verbietet Google Analytics und dann löschen die Leute ihr Google-Konto, schmeißen Google Analytics von ihrer Website und ich habe dann mal zu dir, Timo, so gesagt, das ist so ungefähr wie wenn ich sehe, Falschparken ist verboten und dann verkaufe ich mein Auto, sondern so, man muss natürlich erstmal die Risiken kennen, damit man sie abwägen kann, so wie, was passiert eigentlich im Worst Case, wenn ich einen Datenschutzverstoß begehe, wie beim Auto, was kostet mich überhaupt einen Strafzettel, wann wird mein Auto abgeschleppt, wann wird mein Auto beschlagnahmt, wenn Falschparken am Ende 10 Euro kostet, macht es vielleicht Sinn, trotzdem gelegentlich mal auf dem Bordstein zu parken und so ähnlich ist es halt vielleicht beim Tracking auch
Wir schauen uns jetzt also erstmal an, was sind überhaupt die Risiken bei Datenschutzverstößen? Und ich glaube, das Thema, was allen Unternehmern oder Online-Shop-Betreibern oder alle, die im Internet unterwegs sind, was denen so ein bisschen über den Kopf schwebt, ist immer dieses Thema Abmahnung. Das ist so ein Reizbegriff. Jeder Online-Shop-Betreiber hat schon Abmahnungen bekommen für irgendwelche Impressumsverstöße oder Widerrufsbelehrungen oder whatever. Und Abmahnungen gibt es theoretisch auch im Datenschutzrecht. Die erste Variante ist eben die Abmahnung durch Mitbewerber, also durch Konkurrenten, sehen wir im Datenschutz extrem selten. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass es rechtlich noch gar nicht abschließend geklärt ist, können Mitbewerber überhaupt Datenschutzverstöße abmahnen und wenn ja, welche überhaupt? Nicht jeder Datenschutzverstoß ist gleichzeitig auch ein Wettbewerbsverstoß. Der zweite Grund, warum wir das relativ selten sehen, ist ein ganz pragmatischer, weil im Datenschutzrecht, das ist alles noch so ungeklärt, dass keiner alles richtig macht. Und diese Abmahner, die man so im Hinterkopf hat, irgendwelche windigen Abmahnanwälte, die stürzen sich nicht auf ungeklärte Rechtsfragen, sondern die suchen sich sozusagen klare Fälle aus, die mahnen sie ab. Das ist schnell verdientes Geld für einen Anwalt. Im Datenschutzrecht ist das noch alles zu grau. Da geht keiner jetzt gerne ins Risiko, vor allem wenn er selber möglicherweise auch nicht alles richtig macht. Das heißt, wir sehen kaum Abmahnungen durch Mitbewerber. Was wir häufig sehen in letzter Zeit, sind Abmahnungen durch Verbraucherverbände, zum Beispiel die Verbraucherzentrale, die dann quasi im Namen von Verbrauchern Shopbetreiber oder so abmahnen, wegen unzulässigen Tracking. Die machen tatsächlich auch so ein bisschen Rechtsfortbildung und stürzen sich auf Fragen, die vielleicht noch nicht bis ins letzte Detail geklärt sind. Es hat den Vorteil, so eine Abmahnung von einem Verbraucherverband, die kostet fast nichts. Die kostet am Ende irgendwie, die verlangen keine Abmahnkosten, weil die nicht mit einem Anwalt abmahnen, sondern selber abmahnen. Die verlangen dann so eine Aufwandspauschale von 300 irgendwas Euro. Das ist jetzt für ein Wirtschaftsunternehmen kein Betrag, der da irgendwie ins Gewicht fällt. Das heißt, da ist im ersten Schritt das Risiko jetzt auch immer noch nicht so richtig hoch. Abmahnungen durch betroffene Personen sehen wir auch selten, auch da, weil rechtlich noch gar nicht abschließend geklärt ist, ob es im Datenschutzrecht überhaupt, jetzt kannst du, glaube ich, die nächsten beiden mal sliden, das habe ich nochmal umgestellt. Es ist noch gar nicht abschließend geklärt, ob es überhaupt einen Unterlassungsanspruch gibt im Datenschutzrecht, weil eigentlich die DSGVO nur einen Schadenersatzanspruch kennt. Den sehen wir dann hier im nächsten Punkt. Schadenersatzansprüche durch betroffene Personen. Das heißt, wenn ich Website-User bin, habe ich möglicherweise einen immateriellen Schaden, wenn meine Daten zu Google wandern oder was auch immer, kann ich möglicherweise so eine Art Schmerzensgeld verlangen. Sehen wir in der Praxis bisher auch kaum. Es gibt jetzt erste Entscheidungen, meines Wissens nicht für Tracking, sondern nur für andere Themen. Im Tracking haben wir das tatsächlich mal einen Fall gehabt, einen österreichischen Anwalt, der eine Mandantin gefunden hat und da, glaube ich, mal 200 deutsche Unternehmen abgemahnt hat mit der Behauptung, ihr setzt irgendwelche Tracking-Tools ein, unzulässigerweise, und pro Tracking-Tool 1.000 Euro Schmerzensgeld verlangt hat. Wir hatten 3 Mandanten, die da betroffen waren von dieser Abmahnung und keiner hat irgendwas bezahlt am Ende, weil das hinten und vorne einfach gestunken hat, diese Abmahnung. Und das Geschäftsmodell war ein anderes. Der mahnt 200 Unternehmen ab, setzt drauf, dass vielleicht 20 davon schlecht anwaltlich beraten sind und dann eine Kurzschlusshandlung und schnell bezahlen. Und so hat der Geld verdient. Aber das ist auch nichts, wovor man jetzt gerade sich große Sorgen machen muss, nach meiner Einschätzung. Der dritte Punkt, die Datenschutzaufsichtsbehörden, das ist natürlich immer ein Thema. Deren Aufgabe ist es, den Datenschutz im Internet und überall, aber auch im Internet zu überwachen. Die haben letztlich zwei Werkzeuge. Die können eine bestimmte Datenverarbeitung untersagen und sie können Bußgelder verhängen. Das, was ich jetzt sage, ist so ein bisschen off record, weil da fehlen noch, muss ich sagen, so ein bisschen die Erfahrungswerte. Aber unsere Einschätzung oder unsere Erfahrung, die wir bisher mit den Behörden haben, ist, dass die im ersten Schritt eigentlich keine Bußgelder verhängen. Gerade nicht bei solchen Sachen wie Tracking, wo noch nicht alles rechtlich geklärt ist, sondern die werden möglicherweise Unternehmen sich rauspicken und denen sagen, hey, schaltet euer Google Analytics ab, ändert euer Consent-Tool. Die werden nicht in einem ersten Schritt ein Bußgeld verhängen, sondern das kommt dann immer erst so in einem späteren Schritt, wenn man sich dann nicht an diese Untersagungen hält. Bußgelder verhängen die dann wirklich so bei ganz krassen Datenschutzverstößen, wenn man seine Mitarbeiter heimlich überwacht oder irgendwie solche Geschichten. Ich muss da kurz einhaken, weil ich finde, das auch in unseren Gesprächen natürlich war für mich irgendwann so dieser wo der Groschen gefallen ist, also eigentlich, was du gesagt hast, nämlich dieses Rechtslein, verstehen wir das ja immer nicht. Das ist immer diese Angst, da ist was jetzt verboten und ich mache es falsch
und dann werde ich bestraft. Kann abgemahnt werden oder ich bekomme eben das Bußgeld und dann googelt man Bußgelder, Datenschutz und dann gibt es irgendwie diese 2% vom Umsatz. Und da ist immer, das ist diese Unsicherheit. Aber ich glaube, um es nochmal zusammenzufassen, es ist eben noch nicht geklärt. Das bedeutet, es gibt eben Empfehlungen und es könnte jetzt auch passieren, dass so eine Datenschutzbehörde so ein Bußgeld vielleicht sogar tatsächlich vergibt. Dann kann man aber immer noch mal dagegen klagen und dann müsste das jetzt eigentlich irgendwann mal jemand bis zu einer hohen Instanz klagen, damit man eben dann Rechtssicherheit hat, damit dann irgendwann jemand das nochmal genauer definieren kann. Richtig? Genau, also gerichtlich ist es alles noch nicht so. Es gibt Detailfragen, die schon von unteren Gerichten, von Landgerichten geklärt sind. Kommen wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen dazu. Obergerichtlich ist da bisher relativ wenig geklärt und wie du sagst, so Bußgelder sind erstmal auch nur eine Anordnung von der Behörde. Da kann man auch gerichtlich dagegen vorgehen. Und was du auch sagst, das ist tatsächlich, was mein Eindruck auch in der Praxis ist, sobald es an so rechtliche Themen geht, Datenschutz oder Abmahnungsthemen und so weiter, da sind die Leute, die fühlen sich dann so persönlich betroffen davon. Wenn ein Unternehmer eine Abmahnung kriegt, dann schläft er erstmal 3 Nächte schlecht, weil er sich so erwischt fühlt und so, als hätte er eine Straftat begangen. Dabei muss man das, glaube ich, so ein bisschen trennen und muss einfach sagen, ja, das, in der Wirtschaft gehört es dazu, Risiken einzugehen. Und wenn mich das am Ende 2.000 Euro kostet, dann sind es 2.000 Euro. Wenn es 4.000, ja, so, das ist jetzt nicht... Auch so eine Abmahnung zerstört mir im besten Fall nicht mein Geschäftsmodell und greift mich auch nicht persönlich an. Und das. Ja, da habe ich auch noch einen Punkt dazu, dass was wir in der Agentur auch sehen, auch bei Kunden, wenn wir da quasi zusammenarbeiten, egal ob es dann im E-Commerce oder im Marketing ist, häufig ist es in Unternehmen einfach nicht geklärt, wie das Mandat ist, ob jetzt jemand, der im Marketing oder im E-Commerce arbeitet, tatsächlich auch eine Risikobewertung vornehmen darf und es auch entscheiden kann, möglicherweise ein Risiko in Kauf zu nehmen für maximalen Umsatz oder für ein Wachstum, das wo man anstrebt, das halt eben Tracking elementar bedarf. Ja. Und das ist auch so ein Tipp, den wo ich hier mitgeben kann. Klärt es das, wenn das nicht geklärt ist, sollte man darüber sprechen, weil ich meine, die Angst, die kann ich auch nachvollziehen. Wenn ich meine, das ist dann halt eben meistens an den Geschäftsführer oder an den CEO adressiert. Wenn da sowas ins Haus flattert, dann ist das natürlich erstmal eine Scheißsituation. Besonders beschissen ist sie, wenn sie vorher nicht geklärt ist. Genau, also ich finde, das kann man auf jeden Fall einfach auch als Auftrag mal allen mitgeben, dass er sagt, hey, sprecht das halt mal an, wer kann diese Entscheidung treffen? Ich meine, die Schwierigkeit ist natürlich, dass als Geschäftsführer bist du oft so weit weg von diesem Thema, dass du überhaupt keinen Bezug hast, das ist überhaupt nicht mehr greifbar und du willst es dann einfach quasi auf deine Mitarbeiter abwälzen und sagen, macht ihr diese Entscheidung? Aber ja, das Gespräch muss man einfach führen, dass der Mitarbeiter, der vielleicht 100.000 Euro Ad-Budget im Monat verwaltet, dann muss der vielleicht auch die Entscheidungsgewalt haben zu sagen, hey, ich schätze dieses Risiko ein. Das Risiko ist, wie der Felix uns ja gerade gesagt hat, eigentlich irgendwie tragbar, wenn man eben dem gegenübersteht, dass er sagt, was ist der wirtschaftliche Schaden, wenn wir uns auf das Tracking verzichten müssen. Deswegen, ich kann diese Entscheidung treffen, aber ich werde dann auch gestützt von der Geschäftsführung, falls ein Bußgeld in Höhe von 300 Euro dann eben reinflattert. So. Gut, ja, lass uns nochmal weitermachen. Diese, auch vielleicht nochmal quasi das kurz einzuordnen, Felix, die Rechtslage in Deutschland. Was ist denn jetzt hier mit diesem, was ist da los? Genau, um beim Falschparker-Beispiel zu bleiben, wo darf man parken, wo darf man nicht parken? Genau. Es gibt tatsächlich in Deutschland seit dem 1. Dezember, also relativ aktuell, ein neues Gesetz mit dem sperrigen Namen Telekommunikation, Telemedien, Datenschutzgesetz, TTDSG. Und da gibt es in Paragraph 25 tatsächlich eine Tracking-Regelung sozusagen oder eine Cookie-Regelung. Und da steht drin, die Speicherung von Informationen in der Endeinrichtung des Endnutzers, also auf dem Computer oder auf dem Smartphone, oder der Zugriff auf solche Informationen sind nur zulässig, wenn der Endnutzer auf der Grundlage von klaren, umfassenden Informationen eingewilligt hat. Das war vorher alles noch so ein bisschen umstritten, gab es Rechtsprechung und so weiter. Jetzt hat das Gesetz im Prinzip das gemacht, was der EuGH schon vorher gesagt hat und sagt, wenn ich Cookies speichern will, brauche ich eine Einwilligung des Users. Ich sage jetzt hier Cookies, weil ich das so ein bisschen vereinfache, aber wenn man sich das Gesetz natürlich genau anschaut, da steht nirgends der Begriff Cookies drin, sondern es geht um Speicherung und Auslesen oder Zugriff auf Informationen. Und Informationen kann alles sein. Also diese Vorschrift gilt eben nicht nur von Cookies, da kommen wir, glaube ich, später dann auch noch beim Ralf dazu, sondern die gilt auch für Tracking-Pixel, die gilt für Digital Fingerprints, für alle Technologien letztlich, mit denen ich User identifizieren kann. Es gibt im Absatz 2 von diesem Paragraph 25 gibt es eine Ausnahmevorschrift, die habe ich jetzt hier nicht in dem Block mit drin, die ist aber relativ wichtig.
Und zwar brauche ich für bestimmte Cookies oder für bestimmte Informationszugriffe keine Einwilligung. Und die wichtigste Ausnahme ist die, ich brauche keine Einwilligung für Cookies, die erforderlich sind, um das Telemedium zur Verfügung zu stellen, also die Website oder den Online-Shop zur Verfügung zu stellen. Das sind klassischerweise Warenkorb-Cookies. Die brauche ich einfach, sonst funktioniert der Online-Shop nicht. Ich brauche möglicherweise Cookies, die irgendwelche Session-IDs speichern oder Spracheinstellungen speichern oder beispielsweise auch das Cookie-Consent-Tool, was die Einwilligung oder eben Nicht-Einwilligung des Users speichert, muss auch ein Cookie speichern, sonst werde ich ja quasi bei jedem Aufruf der Seite oder bei jedem Klick aufs Neue gefragt, ob ich den Cookies zulassen will oder nicht. Genau, das ist so auf der Ebene erstmal das, was hängen bleibt. Wir brauchen für Tracking-Cookies, weil es heute ja um Tracking geht, brauchen wir auf jeden Fall eine Einwilligung, weil Tracking ist nicht erforderlich zur Verfügungstellung einer Website. Ich kann eine Website oder einen Online-Shop auch betreiben, ohne Tracking zu machen. Und dann, weiß nicht, Timo, hast du noch eine Frage? Ich wollte nur kurz, das ist sozusagen auch die Überlegung, was wir ja gleich noch so, damit es einordnenbar ist, vielleicht für die anderen, diese Zustimmung, Einwilligung holt man sich eben heutzutage über diese Cookie-Consent-Tools. Das ist dann der technische Part, wo der Ralf dann gleich noch was dazu sagt. Genau. Jetzt ist beim Tracking nicht nur so, dass da Cookies gespeichert und ausgelesen werden, sondern es werden in der Regel eben auch Daten an Dritte übermittelt, beispielsweise an Google. Somit ist Tracking nicht nur eine Speicherung von Cookies, sondern gleichzeitig auch noch Datenverarbeitung, Datenschutzrecht. Und die Datenschutzgrundverordnung, die sagt einfach, für jede Datenübermittlung brauche ich eine Rechtsgrundlage. Da kommen jetzt mal theoretisch bei Tracking zwei in Betracht. Die eine ist dieser Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F, der sagt, ich kann Daten übermitteln, wenn ich ein berechtigtes Interesse dran habe und wenn die Interessen der betroffenen Personen, also der Website-User, nicht überwiegen. Nun kann man sagen, natürlich ist Tracking ein berechtigtes Interesse. Ich habe ein berechtigtes Interesse daran zu wissen, wer ist auf meiner Website, was machen die da, was suchen die da. Aber nach allgemeiner Auffassung ist es so, ich darf nicht auf Grundlage dieser berechtigten Interessen Daten an Dritte übermitteln. Also beispielsweise die IP-Adresse, irgendwelche User-IDs und so weiter. Sondern wir bleiben auch da immer bei einer Einwilligung hängen. Das ist immer dann dieser Buchstabe A. Also auch aus datenschutzrechtlicher Sicht brauche ich eine Einwilligung. Das heißt, rechtlich, um sich das mal bewusst zu machen, ist es eigentlich so, brauchen wir zwei Einwilligungen. Wir brauchen nach TTDSG diese Einwilligung in das Speichern von Cookies und wir brauchen nach Datenschutzrecht die Einwilligung in die Übermittlung von Daten an den Tracking-Dienstleister. Das sind rechtlich gesehen zwei Erklärungen, die wir aber, wie der Timo gerade schon gesagt hat, über das Consent-Tool mit einer einzelnen Erklärung abfragen vom User. Das heißt, der User muss, sieht man teilweise auch falsch in so Consent-Tools. Oft steht da nur drin, wir verwenden Cookies, um unsere User-Experience zu verbessern. Einverstanden. Das wäre jetzt, wenn man es streng nimmt, eigentlich nur eine Einwilligung nach TTDSG, sondern rechtlich streng gesehen müsste da auf jeden Fall drinstehen, wir speichern Cookies und wir übermitteln Daten an Tracking-Dienstleister. Einverstanden. Genau. Und dann im dritten Schritt sozusagen, und jetzt kommt dieses eigentliche Google Analytics-Problem, um das sich gerade alles dreht. Google Analytics hat folgendes Problem, nämlich dass Google, genauso wie Facebook und auch andere Dienstleister, eben nicht innerhalb der EU sitzt, sondern in den USA. Und da werden personenbezogene Daten auf Servern in den USA verarbeitet. Jetzt sagt die Datenschutzgrundverordnung, wenn ich Daten aus der EU rausschicke in ein Drittland, also beispielsweise in die USA, muss ich zusätzliche Voraussetzungen erfüllen. Also ich muss einerseits eben diese allgemeinen Voraussetzungen erfüllen nach TTDSG und diese Einwilligung in die Datenübermittlung und ich muss sicherstellen, dass in diesem Drittland ein angemessenes Schutzniveau besteht. Das heißt, dass die Daten dort genauso sicher sind, wie sie bei uns wären. Das war bis vor 2 Jahren relativ einfach. Da gab es das Privacy Shield Abkommen zwischen der USA und der EU. Da konnten sich amerikanische Unternehmen zertifizieren und dann konnte ich an diese Unternehmen, Google war zum Beispiel so eins, Daten relativ unkompliziert schicken, konnte die quasi behandeln wie ein europäisches Unternehmen. Dieses Abkommen wurde aber vom Europäischen Gerichtshof dann irgendwann gekippt in einem Urteil, Schrems II, vor 2 Jahren. Und die Argumentation war so, dass der Europäische Gerichtshof gesagt hat, es gibt im amerikanischen Recht Vorschriften, die erlauben beispielsweise den Geheimdiensten, dem CIA, FBI und so weiter, den Zugriff auf Server und auf Daten, die auf diesen Servern drauf sind, zu Ermittlungszwecken und so weiter. Und dagegen kann ich mich als Europäer nicht
nicht wirklich wehren. Und deshalb haben die gesagt, egal was in diesem Abkommen drin steht, die Daten sind da nicht sicher genug. Und deshalb ist dieses Abkommen ungeeignet und hat es eben für unwirksam erklärt. Und dann gibt es eine andere Möglichkeit oder gab es eine andere Möglichkeit, wie ich trotzdem noch Daten in die USA schicken konnte. Und das sind diese Standarddatenschutzklauseln. Das sind Vertragsklauseln, die sind vorgegeben von der Europäischen Kommission und die bindet man in einen Vertrag mit ein. Und eben Google selbst hat in seinen Verträgen mit den Website-Betreibern, die Google Analytics nutzen, diese Standarddatenschutzklauseln drin gehabt. Völlig vereinfacht gesagt, sagt Google darin, wir halten uns hier an europäisches Datenschutzrecht. Wir passen auf die Daten gut auf. Hat der Europäische Gerichtshof damals in der Entscheidung auch schon gesehen, diese Möglichkeit, hat aber dazu gesagt, es ändert ja nichts. Ja, das ist letztlich ein Papier. Da können die mir versprechen, was sie wollen, aber am Ende des Tages können sie auch nicht verhindern, wenn das FBI vor der Tür steht und klingelt, können sie nicht den Papiervertrag herzeigen und das FBI aussperren. Das heißt, diese Vertragsklauseln an sich, die helfen nicht, sondern ich muss durch zusätzliche Maßnahmen sicherstellen, dass die Daten trotzdem dort geschützt sind. Ich muss beispielsweise durch Pseudonymisierung, durch Anonymisierung, durch Verschlüsselung von Daten, muss ich schon in der EU sicherstellen, dass wenn die Daten in den USA liegen, dass die da sicher sind. Und das ist genau der Punkt, den jetzt die Aufsichtsbehörden eben, die österreichische Aufsichtsbehörde beispielsweise kritisiert hat und hat gesagt, diese Maßnahmen, die Google betreibt, die Verschlüsselung von Google und so weiter, die ist eben nicht geeignet, um die Daten zu schützen, weil beispielsweise Google auch über den Schlüssel zur Verschlüsselung verfügt und so weiter. Das ist eigentlich alles, was die Aufsichtsbehörden gesagt haben. Das heißt, die haben unterm Strich nicht gesagt, dass Google Analytics per se unzulässig ist, sondern die haben gesagt, Google Analytics ist auf Grundlage dieser Standarddatenschutzklauseln unzulässig. Darf ich kurz, das nur zur Einordnung, das ist sozusagen jetzt nur eine kurze Zusammenfassung. Alles, was wir bisher tun, ist Schritt 1, ich brauche Zustimmung, dass ich diese Cookies speichere, ich brauche Zustimmung zur Datenverarbeitung und jetzt ist diese Einschränkung innerhalb der Datenübermittlung, Privacy Shield Abkommen gibt es nicht mehr, Standarddatenschutzklausel gab es als bisherige Lösung und das wurde jetzt kritisiert, dass es eben nicht mehr geht und das ist gerade der große Aufschrei. Und jetzt ist sozusagen die Lösung oder die Alternative. Genau, also es gibt eine dritte Möglichkeit, wie man möglicherweise weiterhin Daten in die USA schicken kann und das ist der Artikel 49 Buchstabe A aus der Datenschutzgrundverordnung und der sagt eben, ich kann personenbezogene Daten auch dann in ein Drittland schicken, wenn der User oder die betroffene Person vorher eingewilligt hat, obwohl er auf die Risiken, die damit verbunden sind, hingewiesen sind. Das ist irgendwie logisch, ne? Das ist Privatautonomie. Ich kann selber darüber entscheiden, was mit meinen Daten passiert. Und wenn ich sage, okay, ich weiß, dass dieses Risiko besteht, dass das FBI auf diese Daten zugreift, ich nehme aber dieses Risiko für meine Daten in Kauf, warum sollte ich das nicht tun dürfen? So, und theoretisch kann man eben diese Einwilligung auch als dritte Einwilligung sozusagen über das Consent-Tool abfragen. Das sehen wir gleich an einem Beispiel, wie man das machen könnte. Es ist, muss ich dazu sagen, rechtlich nicht abschließend geklärt. Es gibt Stimmen, die sagen, ich kann diese Einwilligung, ich kann solche Massenverarbeitungen wie durch Google Analytics nicht auf so eine Ausnahmevorschrift wie eine Einwilligung stützen. Ich selber muss ehrlich sagen, sehe diese Einschränkung nicht aus dem Gesetz. Das ist für mich, Privatautonomie geht davor. Ich habe da ein relativ ausführliches Gutachten geschrieben. Das kann man sich, glaube ich, auch irgendwo runterladen. Das kann der Timo vielleicht später mal sagen. Ich glaube, dass es möglicherweise momentan, da kommen wir jetzt eben genau zu so einer Risikoabwägung, ein vertretbares Risiko ist, diese Datenverarbeitung auf so eine Einwilligung nach 49 zu stützen. Und hier habe ich jetzt mal ein Beispiel, die ist von der Website von einem sehr geschätzten Kollegen, dem Herrn Dr. Schwenke, der hat auf seiner Website, den kennt man, glaube ich, weil der hat so einen ganz guten Generator, der hat auf seiner Website eben so ein Consent-Tool. Da sieht man, oben hat er diese Einwilligung in den Cookie-Einsatz, also nach TTDSG. Vielleicht ein bisschen zu kurz kommt die Einwilligung in die Datenübermittlung an Dritte, aber was man eben sehr gut sieht in diesem zweiten Absatz, dieser Hinweis auf die Verarbeitung in den USA durch Google, Facebook, LinkedIn, Twitter und YouTube. Und da steht dann eben auch drin, dass die USA als Land mit einem unzureichenden Datenschutzniveau eingeschätzt wird und das Risiko besteht durch US-Behörden, Kontroll- und Überwachungszwecke und so weiter. Das ist genau diese Einwilligung nach 49 Absatz 1 Buchstabe A. Und das ist eben genau so ein Fall. Es ist nicht 100% geklärt, ist es jetzt zulässig oder ist es nicht zulässig.
Es ist letztlich eine Risikoabwägung. Wie viel Geld, wie wichtig ist mir das, dass meine Daten bei Google Analytics sind? Und da macht es möglicherweise halt Sinn, hier diesen Weg zu gehen. Ja. Ich habe gerade gedacht, jetzt habe ich ihn verloren, aber es ist genau dieser Punkt, dass hier ist dieses, es ist noch nicht klar, trefft diese Entscheidung basierend auf euren wirtschaftlichen Interessen und wie verrückt ist es denn, das eben aufzugeben und zu sagen, hey, ich schalte meinen Analytics aus. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis eben mit dem, was der Ralf vorhin gesagt hat. Wer darf eigentlich diese Entscheidungen im Unternehmen treffen? Ja, es kostet mich Geld, wenn ich auf Tracking verzichte. Es kostet mich möglicherweise auch Geld, wenn ich es weiterhin mache, weil möglicherweise ein rechtliches Risiko besteht. Auf der anderen Seite, so rechtliche Grauzonen sind halt auch immer Chancen. Ne? Wenn meine Mitbewerber alle sagen, ich gehe da jetzt auf Nummer sicher, verzichte drauf, dann habe ich natürlich da möglicherweise einen erheblichen Wettbewerbsvorteil, wenn ich da rechtliche Graubereiche eben noch ausnutze. Rechtlicher Graubereich. Also ich würde sagen, dieses rechtlicher Graubereich triggert bei mir immer Geschäftschancen. Das ist so ein bisschen das, was wir beim Cum-Ex-Skandal ja gesehen haben. Das ist ein rechtlicher Graubereich und da haben andere Leute Milliarden verdient. Nee? Okay. Ich vergleiche den Zugang. Weiß drum, aber ich will einfach nochmal, was ja hier auch, glaube ich, wichtig ist, wenn man jetzt so eine Cookie-Consent quasi Einwilligung quasi einholt, dann ist man sehr abgesichert. Da wird man von der Datenschutzbehörde, die sehen deinen Aufwand, dein Entgegenkommen, dass du dich bemühst, mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist ja quasi, also es wird einfach, Abmahner werden sich denken, hey, ist noch nicht geklärt, das tue ich mir nicht an, da beschäftige ich mich mit was anderem. Mitbewerber, also es ist einfach sehr, sehr minimal, dieses Risiko, ja, wenn man es eben so aufsetzt. Ich meine, man muss auch sehen, dieses Consent-Tool auf der Folie, das ist, wie gesagt, von einem Kollegen, von dessen Website geklaut. Das ist einer der wirklich der fähigsten Kollegen in dem Bereich. Und das ist jetzt nicht irgendwie eine halbseitige Website, von der ich mir das genommen habe, sondern halt tatsächlich Leute, die sich damit auskennen, benutzen genau diese Lösung. Ja. Genau. Deshalb, um das Ganze abzurunden am Ende, was sind denn jetzt die Empfehlungen? Das erste Thema ist auf jeden Fall keine Schnellschüsse machen. Das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Mandanten kriegen einen Newsletter, da steht irgendwo drin, Google Analytics ist verboten und das Erste, was die machen, ist sofort Google Analytics rausschmeißen. Das auf gar keinen Fall. Dafür ist Tracking für die meisten Unternehmen einfach viel zu wichtig, sondern erstmal in Ruhe hinsetzen, mit dem Datenschutzbeauftragten sprechen, wenn man denn einen hat. Da muss ich vielleicht einmal kurz dazu sagen, die Rolle vom Datenschutzbeauftragten ist immer so ein bisschen kompliziert, weil der einerseits, der ist halt ein Datenschützer und dessen Aufgabe ist es auch, die Website-User sozusagen, deren Interessen zu vertreten. Das heißt, manchmal ist das, was der sagt, die sind naturgemäß häufig relativ streng, nicht unbedingt das, was auch im Sinne des Unternehmens ist. Das heißt, da muss ich mir wirklich mit dem Datenschutzbeauftragten sprechen und wenn der mir aber Steine in den Weg legt, möglicherweise halt auch noch mit jemand anderem drüber sprechen. Ja, mit einer Agentur, die sich auskennt, mit einem Rechtsanwalt, der sich in dem Bereich auskennt und so weiter. Dann muss ich kurz eingrätschen, weil das ist wirklich auch eine Sache, die natürlich der Ralf und ich aus der Praxis auch kennen, wo man einfach immer sagen muss, hey, die Datenschutzbeauftragten, die haben am Ende des Tages ihren eigenen Arsch, den sie retten wollen. Die wollen einfach, die sind super konservativ, die wollen die sicherste Lösung haben, die wollen sich an den Empfehlungen der Datenschutzbehörden orientieren und die sind jetzt nicht, hey, was ist unser wirtschaftliches Interesse und Risiko? Steht nicht auf denen ihrer Agenda. Deswegen muss man sich einfach bewusst sein. Deswegen Vorsicht bei der Wahl des Datenschutzbeauftragten, wenig wähle. Also, ja. Ja, und halt auch, wie ich die Empfehlungen umsetze vom Datenschutzbeauftragten. Ja. Also das ist eben die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten, ist streng zu sein. Und das muss man, glaube ich, als Geschäftsführer wissen. Ich habe unten gerade eine kleine Frage aufploppen sehen. Normal, glaube ich, Fragen machen wir am Ende, aber die, weil sie jetzt gerade passt, schiebe ich hier kurz ein, ab welcher Unternehmensgröße brauche ich einen Datenschutzbeauftragten? In der Regel, früher waren es 10, in der Regel ist es inzwischen bei 20 Mitarbeitern, brauche ich einen Datenschutzbeauftragten. Es gibt noch bestimmte Branchen, da brauche ich auch für kleinere Unternehmen schon einen. Also gerade wenn ich mit sensiblen Daten arbeite, also Arztpraxen, so größere Arztpraxen brauchen auch dann einen Datenschutzbeauftragten, wenn sie unter diese 20-Personen-Grenze fallen. Aber 20 ist normal so die Untergrenze. Dann Bewertung der verschiedenen Cookies und Tracking-Tools. Das heißt, ich setze mich hin, schaue dann erstmal an, was habe ich überhaupt für Cookies? Was habe ich für Tracking-Tools? Was sind für Voraussetzungen angestellt? Wofür brauche ich eine Einwilligung? Welches Tool übermittelt Daten in die USA? Welches in der EU? Gibt es da möglicherweise Alternativen, europäische Dienstleister, die das Gleiche können, die datenschutzrechtlich sicherer sind?
Also ich muss mir da quasi einen Überblick über meinen Status quo verschaffen und dann, und das ist halt der wichtige Punkt, diese Abwägung Nutzen-Risiko. Wie wichtig ist Tracking für mein Unternehmen? Wir haben Mandanten, die haben eine ganz einfache Website, die haben Tracking, aber eigentlich nur so aus Neugier. Die machen kein Marketing, die machen kein Remarketing. Da ist es eher so eine Spielerei. Da kann ich dann vielleicht auch ein weniger dateninvasives Tool nutzen als jetzt Google Analytics. Wenn ich aber ein großer Online-Shop bin, der halt gezieltes Remarketing machen will oder was auch immer, und nicht auf Google-Produkte verzichten kann, dann dieses Ding, wie hoch ist eigentlich mein Risiko? Was kostet es mich am Ende? Wie viel bringt es mir, da diese Abwägung zu machen? Dann im nächsten Schritt setze ich mich mit meiner Agentur zusammen, also mit dem Ralf beispielsweise, und suche mir ein geeignetes Consent-Tool raus und überlege mir, wie kann ich dieses Consent-Tool konfigurieren? Kommen wir später auch dazu. Da gibt es kleinste Anpassungen von der Buttonfarbe, Beschriftung über wie groß die Buttons sind, was im Text drinsteht. Und das hat alles eben Auswirkungen auf mein Tracking, wie gut es funktioniert. Das heißt, auch das muss ich mir wirklich sorgfältig anschauen und nicht einfach zur Agentur sagen, bind mir irgendein Tool ein und dann bin ich safe. Und der letzte Punkt ist eben, wenn ich dann diese Tools drin habe, die Daten in die USA übermitteln, also Google Analytics, Facebook Pixel und so weiter, dann überlege ich mir, was ist die Rechtsgrundlage, auf die ich mich stütze, und baue dann eben möglicherweise diese Einwilligung nach Artikel 49 da ein. Hey, kurz zu dieser Einwilligung USA. Der Biden hat doch kürzlich verkündet, dass es ein neues Privacy Shield geben wird. Gibt es da schon News? Oder? Genau, das ist richtig. Vor 3-4 Wochen war das jetzt. Genau, hat der Herr Biden und die Frau von der Leyen haben bekannt gegeben, dass USA und die EU sich wieder geeinigt haben. Es soll wieder so ein Abkommen geben wie das Privacy Shield. Es ist noch nicht ganz klar, was drinstehen wird. Es ist auch noch nicht ganz klar, wann es kommt. Das Einzige, was man sagen kann, mittelfristig wird es wieder eine Lösung geben, die das Ganze wieder vereinfachen wird. Aber bis das da ist, brauche ich halt irgendeine Übergangslösung. Und diese Übergangslösung aus meiner Sicht kann mit guten Argumenten eben diese Einwilligung sein. Genau. Gut, erstmal vielen Dank, Felix. Wir machen weiter mit der technischen Einordnung des Ganzen. Es ist ja immer schön, das theoretisch sozusagen zu verstehen. Und dann ist es so, ja, aber wie setze ich das Ganze jetzt um? Das ist ja immer ein vielleicht unterschätztes Unterfangen auch. Deswegen, Ralf, zu den technischen Dingen, die wir uns da beschäftigen. Und vielleicht hier der Einstieg mit 3 ist eine Party, First, Second, Third Party. Was ist denn hier los? Gib uns nochmal eine Einordnung. Okay, also die Bildgarten-Einladung nehme ich gern an. Bei den Witzen wollten wir eigentlich nicht machen. Hey, nein, gut. möchte ich bitte dazu sagen, warum BPM legal einfach in meinem Kopf einfach immer triggert, ist einfach Beats Permitted. BPM ist einfach Beats Permitted, nichts anderes. Aber ein Zufall, mein Freund. Wahrscheinlich. Ja, genau. Um es nochmal wirklich da auch einzuordnen, wir reden in der Agentur mittlerweile ganz, ganz wenig noch von Cookies. Wenn es mit unseren Kunden zusammengeht, dann schon noch häufiger, aber es geht halt immer um Daten und da auch nochmal eine Einschätzung zu geben, was ist eigentlich dieses First- und Third-Party-Data oder Cookies und was ist eigentlich Second-Party. Da einfach nochmal ein paar Themen. First-Party-Data oder First-Party-Cookies sind einfach die Sachen, die, Felix hat es vorher schon gesagt, die eine Webseite überhaupt zum Funktionieren bringen oder einen Shop, wenn da bestimmte Login-Bereiche sind, wenn ich keine Cookies oder Daten von dem habe, der sich da eingeloggt hat, dann muss der sich bei jedem nächsten Klick wieder einloggen oder seinen Warenkorb jedes Mal wieder machen. Also es würde kein Checkout funktionieren ohne diese Cookies oder Daten. Alles, was ich in mein CRM reinbringe an Daten, ist auch First Party, weil das ja natürlich von mir aufgebaut wurde, angereichert wurde. Eben gleiche Thema mit Newsletter. Wenn ich da Daten über meine Webseite sammle, ist eben auch alles First Party. Und ja, es gibt halt weitere Datenmanagement-Plattformen, was weiß ich, wie ein ERP, wie ein Warenwirtschaftssystem, wo ich eben auch Bestelldaten oder Bestellhistorien von Nutzern mir da auch anschauen kann und die Daten da auch nochmal mir selber anschauen kann, wo man dann einfach auch Daten sammelt. Also das hier alles First Party. Dann gleich weiter zu Second Party. Das wird immer so ein bisschen vergessen. Also es gibt Unternehmen, die betreiben auch eigenes Ad-Serving. Die nutzen jetzt nicht immer nur Google-Infrastruktur oder andere. Da ist es halt auch so. Also da kann ich auch nicht nur meine eigene Domain eben dann in der Verwaltung haben, sondern auch weitere Domains, die ich über diese Ad-Server bediene. Das sind halt dann Second-Party-Data. Also das sind schon noch Daten, die ich, sag ich mal, im Zugriff habe, die ich aber trotzdem halt verarbeite und wo halt die Einwilligung
wenn ich die heute auf der einen Webseite abhole, muss die halt nicht immer für alle anderen auch gelten, obwohl mein Ad-Server da natürlich auch eingebunden ist. Und kann man natürlich auch immer Daten von Agenturen noch zukaufen. Ein ganz großes Thema ist da zum Beispiel auch Newsletter-Daten, wo man sich da herzlich gern an Agenturen bedient. Ja, oder auch DSPs, also Plattformen, wo ich eben auch noch weitergehende Bestandsdaten anzapfen kann, die ich mir dann besorgen kann. Und dann eben das große Thema Third-Party-Data, und da geht es eben dann darum, die großen Aggregatoren wie Meta, wie Google, wie alles, was in Microsoft läuft, aber auch Cloud-Dienste im generellen Sinne, die eben so Sachen wie Remarketing, Retargeting, Audiences, Social Widgets anbieten. Auch der YouTube-Player ist mittlerweile ein ganz großes Ding, was Third-Party angeht. Der läuft, wie viele vielleicht wissen, nicht mehr eigentlich bei YouTube, sondern eigentlich bei jedem von uns auf dem Laptop oder auf dem Rechner oder auf dem Handy, weil die natürlich auch den YouTube-Player, den schicken die an uns, und der läuft eigentlich größtenteils auf meinem Gerät und nicht mehr bei Google oder bei YouTube selber. Und ja, genau, also aus der Gemengelage heraus muss man auch nochmal betrachten, das Thema Daten ist halt sehr, sehr vielfältig mittlerweile. Und da, sage ich mal, als Unternehmen den Überblick zu behalten, ist manchmal schon komplex. Das kommt auch immer mit der Vielfalt der Tools, die man im Einsatz hat, daher. Für den Nutzer, der die Webseite bedient, ist das mittlerweile vollkommen intransparent geworden, was da am Datenverkehr herrscht. Hier nochmal dieses, was auch irgendwie so rumgeistert, was, ich glaube, ihr beide habt es, glaube ich, an zwei Stellen schon gesagt, aber trotzdem noch so diese Frage, was viele Leute ja beschäftigt. Hey, Cookies gibt es doch nicht mehr in der Zukunft, oder? Also kann ich mir bloß aus dem ersten Grund, auch aus dem Grund, dass Felix schon gesagt hat, also ich werde immer, und ob es jetzt ein Cookie sein muss, weiß ich nicht, aber es wird immer Daten geben, die ich irgendwo speichern, die ich nachhalten muss, um halt jemanden, der, was weiß ich, 20 Stück irgendwas in einem Shop kauft, dem seinen Warenkorb irgendwie am Laufen zu halten. Und wo ich dann die Daten bei dem auf dem Rechner als Cookie speichere oder dann noch einen Cloud-Dienst habe dazwischen, der für den seine Session jetzt diese Cookie oder diese Warenkörbe da speichert, das ist technisch, organisatorisch das Gleiche. Ja, richtig. Und da gab auch kurz, ich habe ja am Anfang schon gesagt, also das Gesetz selber spricht nicht von Cookies. Das Gesetz meint alle Technologien, und letztlich, sind wir ehrlich, geht es beim Tracking halt darum, den einzelnen User zu identifizieren, dessen Interessen und den gezielt mit Werbung zu bespielen. Und sobald wir eine Person uns rauspicken oder auch eine Personengruppe, die nach bestimmten Kriterien sortieren, sind wir immer im Datenschutz drin. Das heißt, es hilft uns möglicherweise bei so Abwägungsfragen dann schon, wie dateninvasiv irgendwas ist. Aber wir kommen nie raus aus dem Datenschutz und aus dem Einwilligungserfordernis. Ja. Das ist halt dementsprechend schon auch, also ich meine, diese First-Party-Geschichten, die fallen häufig hinten runter, weil die will man ja haben, weil man will ja komfortabel durchs Netz kommen. Die Third-Party-Daten, die, sage ich mal, schützen meinen Briefkasten davor, dass da jeden Sonntag so ein bunter Blumenstrauß an Papier drin ist. Und das will ich aber dann im Internet plötzlich nicht mehr haben, weil ich ja da meine Daten schützen will. Also das ist schon auch ein bisschen, ja, also ich finde es ein bisschen konträr, die Diskussion. Und meiner Meinung nach macht es halt die Werbung mit diesen Daten halt irgendwie besser als, sag ich mal, die Postwurfsendungen. Ja, ich will zu dem Teil auch noch dazufügen, weil mit Google Analytics 4, was ja auch auf dem Horizont ab nächstes Jahr das einzige Tracking, das einzigste Analytics von Google quasi, das noch funktionieren wird. Da war es am Anfang auch so, dass Google groß verkündet hat, es wird cookie-los funktionieren, wo dann auch ganz viel darüber geschrieben wurde. Und wenn man jetzt anfängt zu googeln, dann findet man auch ganz viele Beiträge aus 2021, die darüber schreiben, dass Google Analytics 4 cookie-los funktioniert. Es ist aber in der Realität heute 2022 einfach anders. Wenn man dann quasi nachschaut, Google sagt ganz klar, nee, Google Analytics 4 wird auch Cookies verwenden. Also da muss man einfach, die Zeit ist schnelllebig und man muss irgendwie aufpassen, was wer wie wo verkündet und dranbleibt, sag ich mal. Ja. Genau. Kommen wir doch zu dem Thema, so Consent Tools. Was ist denn hier wichtig?
Ja, auch nochmal da zur Einordnung. Also es gibt ja mittlerweile, ich meine, das sind jetzt 6 von x möglichen Anbietern, die jetzt mittlerweile Consent-Tools anbieten. Ich habe da mal so die rausgepickt, mit denen wir häufig, sage ich mal, Berührungspunkte haben. Es gibt halt auf der einen Seite kostenlose Tools, die halt zum Beispiel wie auch vom Händlerbund bereitgestellt werden, aber auch Cookiebot werden wahrscheinlich viele kennen, die eben kostenlos sind, wo, sage ich mal, man den grünen Haken, ich brauche ein Consent-Tool, relativ schnell setzen kann, weil das baue ich auf meine Webseite ein. Das Ding sieht anhand dem, was ich auf der Webseite sonst noch angebunden habe, Cookies oder Daten, die da eben hin und her gehen, und habe dann eben da auch die Möglichkeit, diese Einwilligungen alle zu erfassen. Ist halt häufig nicht so gut individualisierbar, wie ich das vielleicht brauche, hat manchmal wenig Templates. Jetzt, wenn ich mehr Tracking-Tools verwende, um meine Webseitenbesucher irgendwie zu durchleuchten, kann man natürlich eben für kleinere Webseiten oder für kleinere Shops vollkommen ausreichen. Sollte sich aber, sage ich mal, je professioneller man da an die Geschichte rangehen will, dann mit kostenpflichtigen Tools für den Consent befassen. Da sticht bei uns immer wieder Flixkeks oder Borlabs, das ist ja ein ziemlich großes WordPress-Plugin auch bereitstellt, da, wo man es halt dann, sage ich mal, schon besser individualisieren kann, das halt auch an die Plattformen, die man da eben häufig nutzt, besser integrierbar ist und halt immer so bei Klick auch irgendwie das Ganze dann auch auslöst und man da auch ein bisschen mehr Transparenz hat und auch ein bisschen mehr Individualisierungsmöglichkeiten. Und dann ist eigentlich so immer unsere Best Choice ist eigentlich immer, weil vor allen Dingen auch die Kosten moderat sind, eigentlich die User-Centrics-Plattform dafür zu verwenden, weil man halt da sehr, sehr viele Individualisierungsmöglichkeiten hat und halt da einem auch die Möglichkeit gegeben wird, in das Testing reinzugehen, weil das ist, glaube ich, steht über dem Ganzen. Das Consent-Tool ist jetzt nicht nur dafür da, den grünen Haken an seine rechtlichen Themen dran zu kriegen, sondern es ist ja tatsächlich auch dafür da, mal zu schauen, hey, wie viele Leute kriege ich denn mit dem, was ich da produziere oder was ich da sage, wie viele Leute kriege ich dazu, dass die mir da auch ihre Einwilligung geben. Und da gehört es dazu, wie in jedem Checkout und wie in jedem Lead-Funnel, immer wieder zu testen und sich das anzuschauen über den Zeitraum X. Wie verhält sich da meine Zustimmungsrate oder wie verhalten sich die Leute auf dem Tool? Und das ist, glaube ich, eine der enormen Herausforderungen in der aktuellen Zeit. Ja. Vielleicht darf ich da kurz reingrätschen, weil ich gesehen habe, im Chat gibt es auch eine Frage zu dem Thema. Da hat die Sabine hat die Frage gestellt, sie hätte in einem anderen Webinar gelernt, dass eine farbliche Hervorhebung des Ablehnen-Buttons sozusagen nicht erlaubt ist. Das ist dieses Thema Nudging, was du gemeint hast. Ich kann mit A-B-Testing rausfinden, wie gut klickt denn mein Akzeptieren-Button. Und es gibt tatsächlich ein Urteil vom Landgericht Rostock, was gesagt hat, ein Consent-Tool, wo die Buttons so farblich gestaltet, angeordnet, wie auch immer sind, dass der Ablehnen-Button sozusagen nicht als gleichwertige Alternative zum Annehmen-Button erkannt wird, ist unzulässig. In dem konkreten Fall war es halt so, dass der Akzeptieren-Button war grün und der Ablehnen-Button war so grau, aber der war tatsächlich so schwach grau, wie eben, man kennt es von Websites oder so, wie so eine deaktivierte Funktion, die ich nicht anklicken kann. Und da hat das Gericht eben gesagt, der User geht davon aus, hier kann er gar nicht draufklicken, das ist gar keine Auswahlmöglichkeit. Das Gericht sagt aber nicht andersrum, die müssen jetzt beide die gleiche Farbe haben beispielsweise. Es sagt auch nicht, beide müssen unbedingt genau gleich groß sein. Also es muss eine gleichwertige Auswahlmöglichkeit sein. Es ist aber noch nicht wirklich abschließend definiert, wie genau hat es denn jetzt auszusehen? Das war wieder genau das Beispiel, wo man einfach sagen muss, es ist nicht bis zum Ende geklärt, nutzt euren Spielraum aus, es ist, du kannst trotzdem, und da wo Bemühen ist, ist ja schon halb gewonnen oder ist man schon auch zumindest halb abgesichert gegenüber quasi dem Schlimmsten. Wir haben es ja mal ausprobiert und wir haben den Ablehnen-Button bei einem Kunden grün eingefärbt und geschaut, wie sich es verhält, wenn der Zustimmen-Button grau war. Also das hat natürlich schon dann auch einen abschwächenden Effekt, aber es ist trotzdem krass, wie viele Leute sich da auch quasi in die Irre führen lassen und dann auf den grauen Button wieder klicken. Ja. Also testen. Und das zeigt auch die nächste Folie.
Für uns ist bei den Consent-Tools, je nachdem, wie tief man da drin ist, eben, sind eben zwei Sachen oder drei Sachen besonders wichtig. Also einmal auf jeden Fall, und das sollte jedes Consent-Tool mitbringen, ist halt die Individualisierung von dem Layer 1 und von dem Layer 2. Und mit Layer 1 ist quasi gemeint, einmal die, was man jetzt quasi in dem kleinen Screen ganz links sieht, dass man da einfach die Zustimmung zu den einzelnen Themen oder dass man halt hier einfach zu dem Thema Privatsphäre einfach ein Statement hinterlässt, dass man eben da auch den Text individualisieren kann, dass man die Anordnung der Buttons gestalten kann, dass man das einfärben kann, dass man möglicherweise auch sein Logo und so weiter draufbringen kann. Der Layer 2 zeigt halt eben dann die Zustimmung oder die Konfiguration von den einzelnen Tools, die ich da im Einsatz habe. Und das ist halt, glaube ich, auch wieder ganz wichtig, dass man halt da wirklich auch für jedes noch so ausgefallene Tracking-Tool, und da gibt es einige, halt wirklich individuell auch die ganzen Themen angeben kann, ja, was da auch textlich quasi vorgeschlagen oder hergegeben wird. Und natürlich auch ganz wichtig, das ist jetzt häufig bei kostenlosen Tools eben nicht möglich, dass man halt auch immer selber nochmal irgendwelche Tracking Dinge da vornimmt, also ich sage mal gerade so für BigQuery ist ja auch immer so Zustimmung notwendig, weil ich da ja auch Daten an US-Unternehmen übertrage, dass ich halt einfach da auch individuelle Themen einfach auch noch mit reinbringen kann. Zweite große Geschichte, die dann häufig auch nur bei den kostenpflichtigen, und ich meine, es gibt über User-Centrics hinaus noch viel teurere Consent-Plattformen, dass ich halt auch die Interaktion und die Rate der Zustimmung einfach auch irgendwo analytisch auswerten kann, damit ich das auch, wenn ich da, ich meine, viele sehen in Analytics die Treppe, wenn sie ein Consent-Tool einfügen, damit ich auch wieder eine gewisse Hochrechnung anstellen kann. Ja. Und da Tipp, den ich mir immer wieder von Timo anhöre, wie man das auch ganz einfach machen kann, ist einfach mal auch aus Analytics heraus seine Paid-Clicks aus Google Ads und Google Analytics zu vergleichen. Und ich meine, die Klicks in Google Ads sollten ja eigentlich den wahren Datenbestand zeigen, und das ermöglicht dann über den Loss oder den Lag, den ich in Google Analytics habe, dann auch eine gewisse Hochrechnung, wie hoch meine Zustimmungsrate da auch sein kann. Ist eben für all die, denen ihr Consent-Tool es nicht hergibt, dass es die Zustimmungsrate zurückspielt, so ein kleiner Hack, aber es ist halt auch trotzdem sehr ungenau. Also es ist nicht, aber man hat zumindest mal eine Idee, dass man sagt, hey, bin ich bei 50% oder bei 80 oder bei 20, je nachdem. Um vielleicht auch ein bisschen den Handlungsbedarf wiederum abzuleiten, dass wir sagen, hey, wir müssen mit dem was anderes machen. Hey, aber ich will auch da nochmal nur, wenn wir jetzt quasi weiterkommen, gleich nur als Abschluss auch nochmal sagen, ich wirklich, hört nicht auf, wenn ihr Consent-Tool haken, wir haben ein Consent-Tool, sondern da hört es halt nicht auf, sondern man muss halt da dranbleiben und experimentieren. Gerade im E-Commerce ist es halt so entscheidend, dass man eben sagt, hey, ich habe so viele Kampagnen meistens am Laufen, wo es einfach entscheidend ist zu verstehen, weil man diese Algorithmen ja auch füttern will, die wiederum Kampagnen-Performance steuern. Deswegen je mehr Daten, desto besser. Deswegen je besser die Akzeptanz vom Consent-Tool ist, desto besser sind auch eure Daten, desto besser sind eure Kampagnen-Performances. Ja. Genau, und ja, bei den kostenpflichtigen Consent-Tools ist halt auch sehr komfortabel, dass da halt eben schon Templates gibt für verschiedene Tools. Also gerade wenn ich dann so auf hier Mouse-Tracking oder irgendwelche Heatmap-Geschichten gehe, dass halt einfach da schon Templates dafür da sind, dass ich auch diese Einwilligung für diese Tools dann halt sehr, sehr schnell da auch drin abfragen kann und das auch schnell konfiguriert habe. Genau. Ja, jetzt der heilige Gral. genau, vom konventionellen Tracking zu diesem großen Begriff des serverseitigen Trackings. Also was man ja bis heute gemacht hat, ist, dass man im Tracking häufig einfach einen JavaScript-Pixel oder einen HTML-Code von seinem Tracking-Dienstleister irgendwo sich rauskopiert hat. Den hat man dann in seine Webseite eingeschmissen, hat das gepublished und dann war das Ganze up and running. Und eigentlich ist ja quasi dieser JavaScript-Code, oder ist eigentlich Fremdcode, den ich auf meine Webseite lade, der ist halt eigentlich schon Third-Party, den ich zum Nutzer schicke. Und die Datenübertragung, die war dann halt einfach direkt und die konnte ich auch nicht steuern. Die konnte ich jetzt nicht sagen, die will ich jetzt abschalten. Ich konnte natürlich bestimmte Dienste oder zum Beispiel die IP-Adresse anonymisieren, was ja auch in Deutschland oder in der EU lange Jahre Vorschrift war. Und dieses Thema versucht dieses serverseitige Tracking jetzt zu lösen, und zwar in folgendem Maße,
dass ich jetzt quasi einen Tracking-Server aufsetzen kann auf meiner eigenen Infrastruktur, der den Google Tag Manager zum Beispiel beinhaltet und den ich dann als eine Art First-Party-Einbindung selbst unter Kontrolle habe und auch diese Daten vorerst mal nicht an Google oder an Meta oder an Google Ads oder an DSP oder irgendwas schicke, sondern die habe ich erstmal selber. Und mit den Daten kann ich bestimmte Sachen sicherlich schon mal was anfangen, kann damit selber schon mal arbeiten. Aber, und da glaube ich, ist die große Einschränkung, auch wenn das da First Party ist, sobald ich, und da ist dann Google Analytics 4 auch verpflichtend, sobald ich den Haken, okay, übertrage mir diese Daten jetzt an Google Analytics Plattform, dann bin ich rechtlich wieder genau in dem Bereich, dass ich eigentlich, wie es der Felix vorher gesagt hat, dann wieder eine Übertragung oder eine Einwilligung zur Übertragung der Daten in ein Nicht-EU-Land brauche, um diese Daten dann da auch übertragen zu dürfen im Sinne des Nutzers. Also ich kann es, sage ich mal, auf der ersten, oder sag ich mal, oberflächlich sehr, sehr viel hellgrauer wirken lassen, was ich da treibe. Allerdings bin ich wieder in den nachfolgenden Themen, also immer wenn ich die Daten dann an die jeweiligen Unternehmen in den USA versende, bin ich wieder genau in dem gleichen Thema drin, dass ich eine rechtliche Problematik habe, da wo ich vom Nutzer eigene Einwilligung brauche. Ich da kurz was dazu sagen darf, das ist halt so, dass rechtlich gesehen der Begriff personenbezogene Daten, der quasi mein Einfallstor für den Datenschutz ist, ist extrem weit. Es sind alle Daten, die sich auch nur mittelbar irgendwie einer Person zurechnen können. Und auch mittelbar heißt eben auch, wenn irgendjemand diese Daten zuordnen kann, einer Person. Das heißt, ich komme auch durch dieses Server-Side-Tracking nicht aus dem Datenschutz raus. Es ist nicht die Lösung aller Probleme, aber es kann aus rechtlicher Sicht schon so ein Baustein sein, der mir ein paar Sachen vielleicht erleichtert. Also ganz, was ich am Anfang gesagt habe, dieses berechtigte Interesse. Möglicherweise könnte man argumentieren und kann sagen, je mehr Daten ich selber in der Hand behalte und je weniger ich rausgebe, desto eher habe ich vielleicht ein berechtigtes Interesse an dieser Datenübermittlung und desto weniger werden die Interessen der Website-User betroffen. Möglicherweise kann ich auch sagen, bei dieser USA-Übermittlung, diese zusätzlichen Maßnahmen, die ich brauche bei den Standard-Datenschutzklauseln, möglicherweise ist das genauso eine von mehreren zusätzlichen Maßnahmen. Wenn ich das nutze mit noch Verschlüsselung und was auch immer, vielleicht komme ich da an einen Punkt, wo dann Tracking doch wieder mit Standard-Datenschutzklauseln zulässig wäre. Aber das ist, wie gesagt, das kann nur ein Baustein von mehreren sein. Ich sage so, es ist halt technisch, ist es halt wirklich so, dass halt also durch dieses serverseitige Tracking und auch durch den Einsatz von Google Analytics 4 wird, sage ich mal, weil es halt sehr, sehr viel mehr ereignisbasiert ist und weil ich viel näher, sage ich mal, an der Software dran bin als an dem Browser vom Nutzer, kann ich halt diese Ereignisse schon viel eindeutiger, sage ich mal, abfeuern und die auch dort zählen lassen. Verliert da einen gewissen Lag, den ich beim Nutzer ausführe, wenn der plötzlich mal eine schlechte Verbindung hat oder irgendwelche Themen, da wo ich auch immer ein paar Prozent im Tracking an Visibility verliere. Aber das grundlegende Problem, das bleibt, und zwar, das ist die Übermittlung der Daten. Und ich meine, das ist ja sowieso da auch schon ein bisschen konträr. Wenn ich heute Google Server-Side-Tracking mir aufsetzen möchte, dann empfiehlt mir Google dann natürlich gleich die Google Cloud-Plattform dafür irgendwie herzunehmen, ja, wo die Daten halt dann auch genau wieder da liegen. Ja. Also das ist schon eine Geschichte, also das muss man sich genau anschauen. Das ist natürlich für große E-Commerce-Unternehmen oder für Leute, die halt da auch echt viel mit den Daten vorhaben, ist das natürlich eine sehr, sehr schlaue Lösung, wenn man halt mit den Daten, die man halt auch selber in der Hand hat, erstmal auch eine ganze Menge machen kann über Analyse. Hey, kurz, weil es passt. Server-Side fragt hier Nick, was passiert denn, wenn ich die Daten, die Google exemplarisch zur Identifikation nutzt, Client-ID, IP, vorsenden, dann Google selbst manipuliere und einen Hash und Salt nutze? Ist, glaube ich, das, was ihr auch schon gesagt habt. Ja. Trotzdem hat Google den Schlüssel und wenn ja, Google den Schlüssel hat. Genau, das ist halt das Thema. Also ist erstmal egal, was ich für Daten habe, ob ich die dann manipuliert habe und die gehasht und gesolten oder irgendwas habe. Wenn ich Google die wieder verwenden will, dann brauchen die einen Schlüssel dafür. Und was die dann hinterher mit den Daten machen, das weiß halt heute von uns hier, glaube ich, keiner. Genau. Ich meine, darum geht es auch gar nicht, was die mit den Daten dann tun, sondern es geht allein um die Übertragung. Ja.
Gut, bist du fertig hier, oder? Ja, ich freue mich Sagen jedenfalls. wir, Es sind wir auch ist, in ist, halt, Anbetracht ist, der halt, Zeit, da werden wir noch ja, wieder. es ist, ja, es ist halt auch ein sehr, sehr technisches Thema und ich glaube, es ist schon was, was viele auch wollen und damit es auch, sage ich mal, mehr auf diesen Ereignissen basiert, als nur noch quasi alle Daten zu sammeln und dann in Google Analytics aber drei Charts anzuschauen. Ich glaube, das kommt dann, glaube ich, auf meiner nächsten Folie. Warte, kurze Ja. Zwischenfrage, weil es ist natürlich, du hast gerade gesagt, es ist ein sehr technisches Thema und hast du eine grobe Einschätzung, was kostet mich das? So nach dem Motto, was kostet dein Auto, aber sag mal. Ja, kommt immer darauf an, ob ein Fiat oder ein Stern drauf vorne steht. Es ist halt, glaube ich, ein großes Thema, wenn man jetzt sagt, okay, ich will einfach nur den Umstieg von Universal Analytics, weil jetzt ist ein Jahr Zeit, zu Analytics 4 noch irgendwie anbahnen, dann ist man da garantiert im sehr geringen einstelligen Tausenderbereich unterwegs, wenn man das jetzt einfach nur onboarden will. Wenn man allerdings schon, sag ich mal, komplexe Funnels und Checkouts keine Ahnung, verschiedene Länder und Multistores hat, dann können die Projekte auch mehrere 10.000 Euro kosten. Also das ist immer ganz schwierig zu sagen und es bedarf, sage ich mal, da auch immer, sich das Ganze mal individuell anzuschauen und dann auch zu sehen, okay, wie sind eigentlich die technischen Anforderungen an das Ganze? Und was sagt auch der Datenschutz da dazu? Weil ich meine, da sind ganz viele Unternehmensbereiche häufig auch betroffen, die sich da verschiedene Daten anschauen wollen und das alles zusammenzubringen. Das ist ja von dem her schließe ich mich da Felix seinen Empfehlungen an. Also auch hier dringend Beratung einholen, wenn da was gemacht werden soll. Gerade auch der Umstieg zu Analytics 4 ist da zahlt der zweite Punkt drauf ein. Mit der Einführung eben von Analytics 4 wird wichtig, sich erstmal Unternehmens-KPIs einfach mal anzuschauen, was will ich denn eigentlich auswerten, was sind für mich die relevanten Sachen und da auch, sage ich mal, nachzuschärfen, wo halt für mich die wichtigen Daten sind und wie ich die auch erheben kann. Ne? Und dann ist es entscheidend, eigentlich so schnell wie es geht, und jetzt hat man ja noch ein Jahr Zeit, sich mal den Parallelbetrieb zwischen Universal Analytics und Analytics 4 auch mal anzuschauen, weil es ja doch es ist eine andere Herangehensweise ist. Es funktioniert sehr, sehr viel mehr mit Ereignissen. Dementsprechend auch zu sehen, okay, ob man das Verhalten, das man bisher auf der Webseite gesehen hat, ob man das in Google Analytics dann eben auch wieder so nachstellen kann, beziehungsweise ob das das dann ähnlich auswertbar macht. Immer dann auch die Abwägung treffen, baue ich mir eine eigene Tracking-Infrastruktur auf, wo ich dann, sage ich mal, softwareseitig schon viel, viel näher eingreifen kann, um eben diese Ereignisse zu feuern, wenn da jemand auf den Checkout-Button klickt, anstatt das immer noch in dem Browser von dem Nutzer zu belassen. Oder halt es einfach weiter konventionell zu machen, dann eben über den Browser und über den Client. Ganz, ganz wichtig ist eben sorgfältig sich anzuschauen, was für ein Consent-Tool und wie schaut die Konfiguration in dem Consent-Tool aus. Und da auch nochmal der Hinweis, testet das bitte. Das ist elementar wichtig. Je mehr Daten oder je mehr Einwilligung ihr erzeugt, desto besser wird auch alles, was hinterher mit AI und Predictive Analytics irgendwie hochgerechnet wird, um an eure echten Daten zu kommen. Je besser performant wird das, je mehr eigene Daten ihr da quasi an ja, Google, Facebook oder Meta oder wie sie auch alle heißen, schicken können. Genau, und dann ja nochmal der Hinweis: testen, Dashboards aufbauen und schrittweise erweitern. Da immer unsere Handlungsempfehlungen, Baby Steps, kleine Schritte, um nicht immer zu viel gleichzeitig zu ändern, um sich da mögliche Fehlerquellen auch immer wieder anschauen zu können. Damit man einfach da gut weiterkommt. Sehr gut, dann danke mal soweit. Dann kommen wir zu dem Thema Ausblick, was passiert bei Google in dieser Welt. Und ich habe da zwei Themen mitgebracht, die einfach ich sehe, weil wir im engen Austausch mit Google auch sind. Wir sind auch Premier-Partner und deswegen wird man da so ein bisschen angefüttert. Deswegen will ich das nicht vorenthalten. So zwei Themen, die Google einfach auch für dieses Jahr und wahrscheinlich darüber hinaus als Schwerpunkt gesetzt hat. Das eine ist Enhanced Conversions. Und hier ist natürlich auch, ist ein Conversion Tracking Feature. Ich meine, die Problematik, die ist eben weniger,
Es wird dunkler wegen der fehlenden Zustimmung, wegen den ganzen Schwierigkeiten des Trackings, die einfach mit sich ist, Multiple Devices, komplexe Customer Journeys. Deswegen, was macht Google an der Stelle mit den Enhanced Conversions? Die Idee ist, User ist bei Google angemeldet, der Nutzer konvertiert auf einer Seite, der Conversion Tag erfasst ein Feld, das definiert ist, beispielsweise die E-Mail. Die wird gehasht und an Google gesendet. Wir haben natürlich hier genauso die Problematik auch wieder Datenübermittlung und Consent. Wir haben das mit Felix auch schon diskutiert und in dem Moment, wo man jetzt so eine Enhanced Conversions umsetzen will, muss man sich diese beiden Themen natürlich auch nochmal anschauen. Habe ich die Zustimmung, diese E-Mail auch gehasht an Google zu schicken und ist das quasi alles quasi eben richtig im Datenschutz und mit der Einwilligung mit drin? Dann wird es aber abgeglichen und der Vorteil ist natürlich der, dass Google dann sagen kann, hey, ich habe observed, also Conversions, die ich eben gesehen habe und ich kann dann eben auch Hochrechnungen machen. Das ist das, was ich vorher gemacht habe. Diese Schritte im Tracking, die werden immer wichtiger. Also diese ganzen Kampagnen, da läuft so viel automatisiert mittlerweile mit großen Datenmengen und deswegen ist es natürlich wichtig, diese Systeme mit richtigen, qualitativen, guten Daten zu füttern. Das hat natürlich auch Google erkannt und auch gesagt, natürlich ist uns hier Privacy wichtig, deswegen alles unter der Zustimmung des Nutzers, um dann natürlich aber bestmögliche Kampagnen-Performance zu liefern. Also es ist quasi zwei Sachen, die da reinspielen. Einmal ist es dieses Enhanced Conversion, wo eben tatsächlich Daten miteinander abgeglichen werden, sodass Google sagen kann, ah, diesen Nutzer, den kennen wir und der hat jetzt eine Conversion ausgeführt. Ah, interessant, weil wir wissen auch, was der sonst so gemacht hat, weil wir eben ihn, er locked in ist und wir sozusagen seine Aktivitäten über unsere Plattformen hinweg tracken konnten. Sprich, er hat bei YouTube das angeschaut, er hat diese Werbung auf Google geklickt, er hat das bei Google gesucht, er hat das in seinen E-Mails geschrieben. Da wird es immer ein bisschen spooky, aber das ist halt die Realität, wo das alles anonymisiert nutzbar gemacht wird. Das andere Thema ist Consent Mode. Es ist auch eine ähnliche Idee und es ist über die gängigen Cookie-Consent-Tools auch einfach abbildbar. Hier ist es eigentlich auch mehr der Hintergedanke, dass Google sagt, ich muss das hier nicht durchgehen, aber es geht einfach um hier eine Modellierung, dass Google einfach sagt, hey, wenn 100 User und wir wissen nicht, wie viele jetzt hier Consent zugestimmt haben, davon 10 konvertieren, dann haben wir eine Conversion Rate von 10%. Wenn wir aber 100 User haben und wir wissen, 70 haben den Consent gegeben, dann ist das eine Conversion Rate von 14. Und dann der Rest kann man dann eben dann vielleicht auch hochrechnen durch Modellierung. Also es ist halt am Ende des Tages geht es eben um bessere Daten für die Kampagnen, wo viel Geld ausgegeben wird und wo man eben auch die gute Performance haben will, die zurück, die wir auch wiederum für E-Commerce-Wachstum und für den Erfolg grundsätzlich verantwortlich ist. Genau, und dann, das ist halt die Zukunft, laut Google ist consented, also es geht halt wirklich auch viel darum, dass man eben sagt, hey, wir brauchen diese Zustimmung. Google sagt auch, die Future ist cookie-less, wobei man das auch nochmal dann eben nochmal ganz genau anschauen muss, was es dann im Detail bedeutet, wie wir ja gerade auch von euch beiden gehört haben, dass man es wirklich nur auf der Detailebene dann auch nochmal bewerten muss. Und ich glaube, das ist natürlich ein Thema, das wird so viel wichtiger auch nochmal werden, ist die Future is modeled, also dass man eben den Graubereich, der einfach entsteht, jetzt nicht Graubereich im rechtlichen Sinne, sondern im Graubereich oder Dunkelbereich im Sinne von, dass ich eben nicht mehr alle Daten zur Verfügung habe aufgrund von Zustimmung oder von Schwierigkeiten im Tracking, dass es hier einfach immer wichtiger wird, Modellierungen vorzunehmen, damit die Kampagnen eben gut performen können. So, mit ein bisschen Überziehen sind wir am Ende. Die Frage ist, was passiert jetzt? Die beiden Herren hier haben ein Angebot, das man nutzen kann. Es ist ein Daten- und Tracking-Audit. Über den Scan des QR-Codes kann man sich einen direkten Termin beim Ralf buchen, um dann eben nochmal sich in der Kombination 2.4 und BPM Legal einen Datenschutz- und Tracking-Audit abzuholen. Und natürlich für alle, die irgendwie Interesse haben, mit uns zu reden, finch.com. Book a Demo und dann können wir uns auch zusammensetzen und darüber reden, was wir für euch tun können. Aber kommen wir noch zum Q&A. Deswegen hier, wir haben noch jede Menge Fragen und ich glaube, gleichzeitig lassen wir das hier offen. Also wir freuen uns über Verlinkung und Kontaktaufnahme über E-Mail oder ihr findet uns alle auch auf LinkedIn. Aber zu den Fragen. Ich
lese vor. Dann schauen wir, dass wir es beantworten kommen. Was ist, das ist wahrscheinlich hier Crossfire für Felix jetzt, was ist denn mit den neuen Anforderungen von Google, dass im Consent-Banner zum Beispiel explizit personalisierte Werbung vorkommen muss? Sollte drinstehen, wenn ich personalisierte Werbung mache, sollte es auch drinstehen. Also die Datenschutzgrundverordnung sagt, eine Einwilligung muss informiert sein und das heißt, ich muss vorher informiert werden über die Zwecke, warum verarbeite ich überhaupt Daten. Und wenn ich eben Daten verarbeite zum Zweck von personalisierter Werbung, dann sollte das eben auch in der Einwilligung mit drinstehen. Alright. Halte ich das sinnvoll. Gut. Jetzt ein bisschen kompliziertere Frage. Wenn wir via HubSpot ein Tracking-Tool für Social Media benutzen, unsere Follower aber dort nicht eine Einwilligung für Tracking freigeben, wird das durch die AGBs von Instagram, Facebook abgedeckt oder darf man dort die Leads nicht tracken? Wow, okay, sehr spezielle Frage. Kannst du auch schieben. Das ist quasi so die Frage, wenn ich es richtig verstehe, ist darum, wenn ich Instagram oder Facebook-User bin und den Nutzungsbedingungen irgendwann mal zugestimmt habe, dann habe ich ja damit auch zugestimmt, dass meine Daten zu bestimmten Zwecken verarbeitet werden. Es ist immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, nach der Datenschutzgrundverordnung muss eine Einwilligung ausdrücklich erfolgen und wie gesagt informiert. Und deshalb ist es immer relativ schwer zu sagen, ich habe doch irgendwo im Kleingedruckten einen Satz drin stehen, der mir das erlaubt. Und ich hätte jetzt, ohne jetzt konkret den Fall zu kennen, da gibt es auch ganz sicher noch keine Rechtsprechung oder so dazu, aber ich hätte meine Bedenken, dass irgendwie ich aus AGBs auf einer Drittseite eine Einwilligung oder eine Rechtsgrundlage herleiten kann für eine Datenverarbeitung zu meinen eigenen Zwecken. Also hätte ich jetzt starke Bedenken. Das ist ein bisschen der Cambridge Analytica-Fall eigentlich auch. Das heißt, dass jetzt quasi ein Dritttool kommt her und sagt, hey, auf Instagram und Facebook gibt es interessante Daten, die lese ich aus und mache sie nutzbar. Ist das alles konform? Weiß Facebook und Instagram im Zweifelsfall überhaupt, was da passiert? Muss man sich, glaube ich, im Detail dann auch nochmal anschauen. Aber ja. Wie sinnvoll haltet ihr eine weitere Kategorisierung in Zero-Party-Daten? Ja, also zu Zero-Party kann ich halt sagen, also das macht halt immer unbegrenzt Sinn, meiner Meinung nach, sich vom Kunden oder von dem Webseiten-Nutzer Feedback abzuholen, dass er halt vielleicht gegen irgendwie einen Gutschein oder einen Coupon oder irgendwas abholt, rausgibt und halt gern bereit ist zu geben oder halt irgendwas, dann halt ein Special Offer zu kriegen, macht immer Sinn. Ich glaube nur, also ja, für die interne Verarbeitung nutzt es sehr, sehr viel, wenn man, sag ich mal, großflächig tracken will, muss man halt schauen, wie viele Leute halt tatsächlich aus dem eigenen Kundenkreis bereit sind, da halt auch was abzugeben, aber Zero-Party-Data macht immer An der Stelle, ich will es auch noch mal nur was, ich glaube, Ralf, das ist auch Sachen, die wir aus der Realität kennen, ist irgendwie so dieses, der Nachholbedarf in Kundendaten zu investieren bei deutschen Unternehmen ist Wahnsinn. Also es ist wirklich so, das ist ja schon dieses Absurde, dass man eigentlich quasi nicht mal weiß, wer, was, wo, mit wem man es zu tun hat und dass man dann zu Google und zu den Playern gehen muss und sagen muss, hey, ich hätte gerne eine Audience, ich glaube, ich muss mit denen reden und dann das so durch die validieren muss, obwohl man ja eigentlich vielleicht selber den Datenschatz hätte, auf den man zurückgreifen könnte, wenn man ihn nutzbar macht. Also ja, unterschätzt und vernachlässigt im großen Stil. Hier nochmal Felix. Das TTDSG ist ja ein nationales Recht. Wie sieht es mit unterschiedlichen nationalen Gesetzen in der EU aus? Wenn ich das Prinzip des dreifachen Konsens auch auf Seiten für andere EU-Länder anwende, bin ich dann auf der einigermaßen sicheren Seite? Ja, ganz einfach zu beantworten. TTDSG ist ein deutsches Gesetz, aber ist die Umsetzung, die auch verspätete Umsetzung, andere Länder waren da sehr viel schneller, der E-Privacy-Richtlinie von der EU. Das heißt, in dem Bereich E-Privacy-Richtlinie ist Europarecht, Datenschutzgrundverordnung ist Europarecht, da sind in der EU im Großen und Ganzen die Voraussetzungen die gleichen. Okay, dann ist gleich ein Bezug auf quasi dieses Cookie-Consent. Dieses Nudging-Thema noch, ja, genau, mit den Buttons. Es ist tatsächlich so, wenn gleichwertig ist nicht groß. Die Frage einfach, du siehst sie, aber die Leute noch nicht. Genau, die Frage war, wir haben vorhin über dieses Nudging geredet, also wie unterschiedlich dürfen diese Zustimmen und Ablehnen-Buttons sein. Da ist die Frage, dass es in 90% der Fälle so gleichwertig ist, doch nicht groß versus klein. Das ist natürlich klar. Also wenn der Akzeptieren-Button unten groß ist und der Ablehnen-Button ist irgendwo klein oder noch im Text versteckt oder so, ist das ein klarer Fall.
Aber möglicherweise müssen sie nicht genau gleich groß sein, möglicherweise müssen die Farben nicht gleich sein. Also da gibt es schon Spielraum, wo da die Grenze ist. Dann ist die Frage, Ralf, hat sich das Preismodell von User-Centrics geändert? Bei relevanten Sessions pro Monat im sechsstelligen Bereich war man dort zuletzt im dreistelligen Euro-Bereich. Aber ich glaube, du hast auch geschrieben, ab 39 Euro. Also falls es nicht draufsteht, ich hoffe, es steht drauf, ab 39 Euro pro Monat geht's los. Sind natürlich je nach Traffic und wie gut man da jemanden kennt, nach oben offen. Ja. Dann seht ihr seit der breiteren Presseberichterstattung zum Thema Google Analytics im Februar, dass die Einwilligungen auch in Deutschland deutlich zurückgegangen sind. Ich habe, also das hat ja damit nichts zu tun, meiner Einschätzung nach, sondern du hast ja die Zustimmung, ja oder nein, aber dann ist ja eher die größere Frage, dass die Leute, das, was der Felix eben gesagt hat, panisch standen und sagen, okay, muss ich jetzt ausschalten? Also das war irgendwie so der Aufschrei bei den Betreibern, aber auf User-Seite habe ich jetzt, würde ich sagen, hat man es nicht dramatisch gesehen. Ich sage mal so, ich glaube, dass die Menschen draußen schon auf das Thema weiter sensibilisiert worden sind. Aber das hat sich jetzt bei uns, wenn ich mir mal so alle Projekte anschaue, also da ist jetzt im Februar nicht plötzlich ein Knick irgendwo zu erkennen, wo ich sage, okay, da muss man jetzt dringend handeln. Also der Bedarf ist nach wie vor da, zu testen, wie man sich die Einwilligung eben gut abholt. Ja. Ja. Sind euch keine Probleme bekannt, wenn Universal Analytics und Google Analytics 4 parallel laufen? Habt ihr da schon Erfahrungen? Ja, also es gibt Probleme, wenn Universal Analytics und Google Analytics 4 parallel laufen. Und zwar dann, wenn man nicht beide Integrationen in der Hand hat. Wenn man beides als Agentur betreut und den Umstieg plant, dann kommt es eigentlich zu keinen Problemen, weil wir häufig tatsächlich mit Google Analytics 4 schon auf das serverseitige Tracking setzen und damit halt, sage ich mal, unabhängig von dieser Universal Analytics Plattform halt irgendwie handeln können. Würdet ihr empfehlen, den Consent Mode zu verwenden oder würdet ihr eher sagen, dass es derzeit Beta noch nicht ausgereift ist? Also würde ich aktuell noch nicht machen, weil eben zum Beispiel für Facebook, Instagram etc. alles, was von Meta kommt und auch für größere DSPs gibt es für den Consent Mode einfach auch noch keine Integrationen da drin. Moment, das muss ich sehe es ein bisschen anders, weil meines Erachtens ist User-Centric ist zum Beispiel ready für Consent Mode und so wie ja, die Liste. Das, ja. Also die Liste. Aber auch bei User-Centric gibt es jetzt für Meta und den Consent Mode zum Beispiel noch keine explizite Geschichte. Also da würde ich eben, weil es noch Beta ist und für Google-Sachen sicherlich schon nicht schlecht funktioniert, würde ich lieber mit der Integration noch ein bisschen abwarten, weil man da eben momentan für andere Plattformen noch ziemlich viel manuell rumfrickeln muss. Ja, ich sehe es aus der Google-Perspektive natürlich so ein bisschen. Wir haben schon auch jetzt in den nächsten 2 Monaten vor, das mit unseren Kunden aktiv anzugehen, dass wir halt mit Hilfestellung, also über die Plattform ist halt einfach sagen, guck mal, hier hast du diese Möglichkeiten, hier kriegst du technischen Support. Let's do it, weil eben aus genannten Gründen für die Performance der Kampagnen ist es halt schon ein deutlicher Mehrwert. Dann ist die Frage, sollte man für Consent Mode und Enhanced Conversion nochmal einen extra Absatz in den Consent Banner einbauen? Wenn ich es versuchen darf zu beantworten, ist es, glaube ich, komplizierter. Man muss es sich nochmal, also gerade bei der Enhanced Conversion muss man sich es nochmal genauer anschauen und natürlich die rechtliche Abwägung eben vornehmen. Vor allem, ich glaube, man muss die nächste Frage, die kommt, die lese ich jetzt kurz vor, in dem Zusammenhang eben auch noch mitsehen. Da ist die Frage, sind Enhanced Conversions denn rechtlich wasserdicht, wenn Google doch den Schlüssel für die User-Zuordnung hat? Und die Frage ist sehr berechtigt. Es gibt eine Rechtsprechung vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu Facebook Custom Audiences und zu dieser Übermittlung von gehashten E-Mail-Adressen, Kunden-E-Mail-Adressen an Facebook. Und da sagt das Gericht ganz klar, auch gehashte E-Mail-Adressen sind personenbezogene Daten. Das heißt, auch da muss ich die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, beispielsweise eben oder in der Regel über eine Einwilligung. Und da ist eben diese vorherige Frage, wo hole ich denn diese Einwilligung ein? Da haben wir schon mal relativ ausführlich drüber diskutiert. Ich hielte es jetzt für ein bisschen überraschend, wenn ich in meinem Cookie-Consent-Banner gefragt werde, ist es okay, wenn du in 10 Minuten bei mir was bestellst, wenn ich dann deine E-Mail-Adresse nehme und die an Google schicke. Und möglicherweise müsste man sich die Einwilligung dann irgendwo anders einholen. Aber kann man lange drüber diskutieren. Ja, und ist natürlich auch wieder so eine Abwägung des Risikos. Dann ist die Verwendung von Lead-Formularen auf Facebook dann noch datenschutzkonform?
Man kann es sicher datenschutzkonform machen. Also es ist halt die Frage, was für eine Einwilligung hole ich da, welche Informationen. Kommt jetzt immer darauf an, welche Daten erhebe ich über dieses Formular und wie informiere ich den User? Welche Einwilligung hole ich mir von ihm? Ist schon, kann man schon datenschutzkonform ausgestalten. Dann die Frage, Felix, was kostet ein Retainer bei euch? Kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich weiß, dass es für Mandanten immer ganz schön ist, wenn sie Pauschalpreise bekommen und vorher wissen, was es kostet. Gerade beim Anwalt hat man, glaube ich, Angst, dass man am Ende eine Rechnung bekommt, wo einem erstmal die Kinnlade auf den Tisch fällt. Auf der anderen Seite ist es für uns immer ein bisschen schwer, halt im Voraus schon abzuschätzen, wie groß dann der Aufwand ist. Wir arbeiten deshalb in der Regel mit Stundensätzen und bieten dann aber an, dass man zum Beispiel feste Stundenkontingente vereinbart. Dass wir dann sagen, okay, wir nehmen uns jetzt mal 3 Stunden oder 5 Stunden oder 10 Stunden, je nachdem, worum es geht, und schauen uns das Problem an und versuchen, das eben möglichst weit zu lösen. Und wenn wir dieses Zeitlimit erreicht haben, dann sprechen wir wieder, sodass der Mandant halt da so die Kostenkontrolle behält. Unser Stundensatz im Datenschutz ist inzwischen bei 350 Euro, wobei wir in bestimmten Konstellationen bei Startups oder wenn wir eben größere Aufträge haben oder so, dann eben auch reduzieren können. Da kann man dann sprechen. Aber so arbeiten wir, genau. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Also es ist auf jeden Fall nicht so beim Felix, dass man irgendwie, dass schon die Uhr läuft, wenn man anruft, sondern dass es halt genau eigentlich so läuft, dass man sagt, hey, das ist das Problem. Und dann sagst du, hey, ich brauche da so viele Stunden dafür. Also man hat immer die volle Kosten. Ja. Und es ist auch so, also das ist immer so ein bisschen als Anwalt so ein Widerspruch. Je besser ich mich auskenne, desto weniger verdiene ich, weil desto schneller kann ich eine Frage beantworten. Und eben, wir sind in dem Bereich inzwischen so spezialisiert, dass wir vielleicht eine Frage auch in 10 Minuten am Telefon beantworten können, für die ein anderer vielleicht erstmal eine Stunde recherchieren muss. Ja. Genau. Schon, das ist eigentlich auch so eine Sache, das ist ja eigentlich auch aus Laiensicht wieder so, man muss natürlich auch zum Fachanwalt. Ich habe das auch schon aus der Vergangenheit erlebt. Es ist halt schon problematisch, wenn du mit einem Baurechtsproblem zu einem Familienanwalt gehst, der kann sagen, ja, klar, kann ich mich schon auch reingucken, es dauert halt nur irgendwie 3-mal oder 10-mal so lange, wie der Baurechtsspezialist halt braucht. Hält meine Freunde nicht davon ab, mir immer ihre Mietverträge vorzulegen oder ihre Strafzettel zu kriegen. Ja, das ist dein Leid, dass du ja. Wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Ne? Ja. Guter Hinweis. Ja. Hier nochmal Rebecca fragt, Datenschutz. Zusammengefasst kann man eigentlich sagen, wenn man einem dreifachen Consent gearbeitet wird, ist man beim Tracking mit den unterschiedlichen Plattformen auf einer sicheren Seite. Wie gesagt, auf der sicheren Seite nicht, weil eben diese Frage für diese Datenübermittlung in die USA, dieser Artikel 49, das ist rechtlich noch nicht geklärt. Geht es oder geht es nicht? Du bist so Anwalt, Felix. Nein, du bist, also eigentlich musst du sagen, ja, das ist natürlich noch nicht sicher, aber das fällt dir als Anwalt, glaube ich, auch schwer zu sagen. Aber ey, du bist erstmal 90% sicher, sage ich dir aus meiner Laienperspektive heraus. Haftung, alles Haftung. Haftung, ja eben. Deswegen, also, aber doch, man kann schon sagen, wenn du das so machst, dann bist du auf der sehr, sehr, sehr sicheren Seite. Das Risiko, dass du morgen abgemahnt wirst, ist relativ gering. Das Risiko, dass du dann diesen Rechtsstreit 5 Jahre lang führen kannst und dann am Ende gibt es sowieso wieder ein neues Privacy-Abkommen. Also es ist eine sehr, sehr sinnvolle Lösung, zumindest bis es ein neues Abkommen gibt, sagen wir mal so. Ja. Wie schätzt ihr die Lead-Erweiterung bei Google Ads ein? Die Daten werden ja direkt auf der Google Server erhoben, ohne dass der Nutzer auf die Website des Advertisers kommt. Vielleicht für euch oder für dich, Felix, mehr. Das ist sozusagen, das ist eine Anzeigenerweiterung, wo ich eben direkt auf ein kurzes Formular komme, wo ich halt ein paar Sachen abfragen kann. Und die Daten werden dann direkt in den Google Sheet geschrieben. Das ist das Facebook-Lead-Formular für Google. Ja, genau. Ja, also ja. Also, okay, also ohne es jetzt zu kennen, würde ich sagen, gilt das Gleiche, was ich vorhin zu den Facebook-Leads gesagt habe. Genau. Ja. Das ist dann, also man muss es sich eben anschauen und eigentlich die Zusatzfrage ist, die dann durch die Datenschutzerklärung von Google abgedeckt. Also ja, weil ich meine. Ich denke nein. Also wenn ich die Daten zu eigenen, also wie gesagt, ich habe mir das noch nicht angeschaut, aber wenn ich die Daten zu eigenen Zwecken nutzen und erheben will, dann muss ich sicher auch selber bestimmte Informationspflichten erfüllen. Und eben bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Ist das nicht jetzt schon was? Also ich meine, der User, der füllt jetzt hier ein Lead-Formular aus. Mhm. Dann ist er sich doch bewusst, dass diese Daten weiterverarbeitet werden. Das ist wie wenn ich mich für so ein Newsletter anmelde und dann nicht, da muss ich ja auch quasi, dann kriege ich ja irgendwas zugeschickt, wo ich dann wieder bestätigen muss. Ähnlich wäre ja auch. Du hast klar. Das Lead-Formular ausgefüllt, du wirst angerufen, angeschrieben und dann reagierst du drauf und dann kannst du immer noch sagen, hey, Moment, bitte jetzt nicht meine Daten weiterverarbeiten. Also,
Es gibt Rechtsgrundlagen, die haben wir jetzt uns vorher nicht angeschaut, weil sie beim Tracking keine Rolle spielen, aber zum Beispiel Datenübermittlungen, die erforderlich sind für vorvertragliche Maßnahmen. Wenn ich über ein Kontaktformular euch schreibe, hey, was kosten dieses und jenes bei euch und ihr diese Frage beantwortet, verarbeitet ihr ja auch meine personenbezogenen Daten. Dafür braucht ihr aber keine Einwilligung, weil anders könnt ihr diese Vertragsanbahnung ja nicht durchführen. Die Frage ist nur, ich muss trotzdem bestimmte Informationen zur Verfügung stellen. Was mache ich mit den Daten? Wie lange werden die gespeichert? Welche Rechte habe ich als betroffene Person? Und die muss ich halt an irgendeiner Stelle quasi erfüllen. Ich sehe gerade noch eine Frage aus dem Chat. Muss eine Website nutzbar sein, obwohl der User noch keine Entscheidung im Cookie-Banner getroffen hat? Muss sie nicht sein. Das Wichtige ist, wenn er nichts klickt, wenn er einfach zum Beispiel nur das Banner wegklickt oder ohne das Banner zu beachten, einfach auf irgendwelche anderen Buttons oder Links oder sonst was klickt, es gilt halt nicht als Einwilligung. Das heißt, die Einwilligung gilt erst dann als erteilt, wenn er wirklich akzeptieren geklickt hat und so lange darf ich eben auch keine Cookies speichern. Und was wichtig ist, ich kann auch ein Cookie-Tool haben oder ein Cookie-Banner, was quasi die Website verdeckt oder ausgraut, aber wichtig ist, es muss immer das Impressum und die Datenschutzerklärung erreichbar sein. Das heißt, entweder muss der Footer frei sein oder es muss im Consent Banner selber muss dann quasi ein Link zum Impressum und zur Datenschutzerklärung drin sein. Noch eine Frage, was kann Finch zu dem Thema beitragen? Das ist natürlich, was ich vorher schon beantwortet habe, ist, glaube ich, so, dass wir uns halt immer auch so sehen als dieser strategische Partner, dass wir eben, wie wir jetzt anfangs gesagt haben, wir haben unseren Kunden ein Gutachten zur Verfügung gestellt, als diese ganze Analytics-Problematik aufkam. Was wir jetzt machen, ist eben, Enhanced Conversion und Consent Mode strukturell an unsere Kunden anzugehen und quasi über unsere Plattform einen Prozess aufzusetzen und sagen, hey, guck, hier sind alle Informationen, die du brauchst, hier ist der Zugang zu den Experten, die du brauchst, um das dann einzubauen, um eben das umsetzen zu können, im Zweifelsfall. Aber ich würde sagen, hey, wir haben schon deutlich überzogen. vielen Dank für alle, die bis jetzt drin geblieben sind. Danke fürs viel Fragen stellen. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Und wenn Fragen noch sind, hier sind unsere Kontaktdaten. Und ansonsten ist es Donnerstag, kann man schon mal ein schönes Wochenende wünschen. Servus und auch danke an euch zwei. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Ciao.